Ich habe hier einen alten benzinbetriebenen Garten-Einachser. Wie wir den jetzt umrüsten auf Elektro, das sehen wir in diesem Video. Labor 2B. Neues aus der Projekteküche. Als erstes sehen wir, ja, der Verbrennermotor, der ist da schon ab. Das habe ich schon vor ein paar Jahren mal gemacht. Das Projekt steht bei mir ein bisschen seit längerem. Aber es sind schon Motoren dran. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Das sind 200 Watt Gleichstrommotoren. Die habe ich hier in Reihe geschaltet. Mechanisch in Reihe ist es denn, ja, in Parallel wäre doppelte Drehzahl. So ist es doppelte Kraft. Nein, alles gut. Hier ist ein Kettenrad und da geht das an, das, wo vorher der Keilriemen dran war. Den Motor müssen wir noch ersetzen, denn diese Gleichstrommotoren, die sind nicht so gut drehzahlregelbar. Und dafür verwenden wir diesen Motor, der kommt von Pollin und der hat 600 Watt. Der wird dann letztendlich hier dran landen. Der hat hinten noch einen Antrieb, da kann man ein Gartengerät heranbauen, einen Messerbalken oder wir haben auch noch so eine, so eine Bürste. Ja, und der muss einen eigenen Motor bekommen, weil wie viel Leistung braucht das Ding? Und das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Der Motor vorher, da hatte so 5 PS. Das braucht man nicht. Das ist immer ganz spannend. Die werden natürlich immer mit dieser Leistung verkauft. Aber auch der braucht Drehmoment und nicht unbedingt Geschwindigkeit. Und das kann so ein Verbrenner ganz schlecht. Die Motoren hier, diese 400 Watt Motoren, 24 Volt, da habe ich schon einen Anhänger mitgezogen, während ich drauf war. Nur in langsamer Geschwindigkeit, aber egal. Er hat hier zwei Gänge, das kann ich also einstellen. Das nächste ist, dass der Antrieb, ja, wie viel braucht so ein Antrieb? Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier diesen 1000 Watt Motor. Den werde ich erstmal ausprobieren. Und da muss ich natürlich den ganzen Haufen für umbauen. Das Ganze wird wahrscheinlich wieder ein bisschen ausarten und es wird eine bisschen längere Videoreihe. Wir gucken uns das mal an. Zuallererst, wie ist das hier aufgebaut? Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Als Speicher dient hier ein Fahrradakku 36 Volt. Dazwischen ist jetzt erstmal so eine olle Elektronik. Ja, und die Motoren, das sind diese Art von Motoren. Das sind so sehr, sehr gute Motoren. Die haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Die sind natürlich prima. Einer ist zu wenig. Deswegen habe ich hier zwei hintereinander. Ich könnte theoretisch noch einen dritten. Das ersetzen wir aber. Ganz wichtig ist natürlich Sicherheit. Hat mir gesagt, da muss ein guter Schalter dazwischen. Nimmst am besten so einen Messerschalter. Habe ich mir einen Messerschalter gebaut aus dem Messer. Damit kann man dann zur Not mal eben schnell die Stromzufuhr unterbrechen. Hier in diesem Kasten, da ist auch aus Montagebandkontakten übrigens dieser Halter hier, Schalter. So, hier ist der Eingang. Auf der Rückseite hier oben ist der Ausgang. Also der Strom geht hier durch. Wird hier, da drin ist ein Metallteil, überbrückt. Über den Messerschalter geht es dann zum Motor. Das Ganze wird hier über einen Bodenzug, der hier entlang geht, gesteuert und ein- und ausgemacht. Und das Ganze funktioniert auch ziemlich gut. Und da machen wir jetzt erstmal eine kleine Testfahrt mit. Eingeschaltet wird über diesen Taster. Erstmal der Schalter, dann kommt der Taster. Hier drüber kann man die Geschwindigkeit regeln. Und hier drüber kann man dann einschalten. Das ist der Messerschalter. Und jetzt müssen wir uns dann einschalten. Anders als beim Verbrenner können wir natürlich einschalten, wann wir wollen. Ja, ein paar Gänge. Wir haben noch einen Gang zur Verfügung, noch einen Gang mehr. Gucken wir uns auch mal an. Das ist langsamer, aber noch kräftiger. Ich kann ihn kaum halten. Der zieht jetzt nicht. Er hat aber keine Lenkung. Das macht man normalerweise mit die hier, aber die hier ist dran. Da müssen wir uns vielleicht nicht anders.
Das ist ja ein 24 Volt Motor, 36 Volt Akku. Ich gehe hier über so eine Anzeige, ich weiß nicht, ob man die im Licht sehen kann. Ja, damit ist die Spannung hier aber nur 40% von 36 Volt. Wir können hier also noch höher gehen. Ich gehe jetzt mal auf 60. So, und dann haben wir auch einen ganzen Haufen mehr Leistung noch. Und die gucken wir uns auch noch mal an. So, und schon schaltet die Überlast aus. Das ist so ein Problem dabei. Und damit sehen wir, da ist also noch viel zu tun. Warum ging der gerade aus? Ja, dieser Akku ist eigentlich für ein Fahrrad, die haben so 300 Watt. Wenn ich da jetzt mit mehr Leistung rangehe, dann hat er natürlich einerseits keine Regelung, weil ich schlag die sofort rein und sagt der, das ist doch ein Kurzschluss und schaltet ab. Möglichkeit 1, 2 Akkus, will ich sowieso machen, aber hier muss eine Regelung ran. Darum wird der Motor geändert. Ja, und dann kommt natürlich hinten noch dieser Motor ran, was ich schon sagte. Und damit treiben wir dann die Geräte an. Was wir noch machen müssen, man hat gesehen, ich konnte ja eigentlich gar nicht lenken. Der hat hier, so ist er gar nicht mehr dran. Hier sind so Griffe und hier sind so Seilzüge. Und darüber wird hier drunter, kann man das sehen, ja, wird ins Getriebe eingegriffen. Und eigentlich wird, hier ist ein Differential drinne und es wird einfach ein Rad festgehalten. Ja, ist jetzt technisch nicht die schönste Lösung, aber gut, wenn es geht, who cares. Das müssen wir dann natürlich noch machen. Das hier ist unser vorhandener Einachser. Der hat einen schönen Mähwerk mit einem schönen Balkenmäher. Der ist von Güde. Und das Schöne an Güde ist, man kriegt dort sämtliche Ersatzteile. Ist grundsätzlich nicht schlecht, aber gibt es eben nur mit Benzinmotor. Um die Teile davon wiederzuwenden. Hier sieht man es jetzt nicht, hier ist ein Blech vor. Aber ich brauche hier eigentlich davon nur die Kupplung. Die habe ich mir schon mal im Ersatzteilshop bestellt. Sieht so aus. Ja, das heißt, ich kann das hier mal abmachen und mal gucken, wie die ganze Mechanik da drin aussieht. Und dann erstmal dieses nachbauen mit der Kupplung drin und dann Motor ranmachen. Hier sehen wir das Ganze. Also so muss das Ganze verbunden werden. Und das ist der Halter, der kommt dann da drauf. Der wird dann hier eingeklappt. Ja, und das steigt vorne raus. Da muss ich also jetzt irgendwie den Motor dazu machen. Nicht wundern über den Hebel hier, den Halter, der wird also einfach herumgeklappt und dann sieht das Ganze so dann aus. Die erste Welle. Ja, die war, ist soweit fertig und dann fiel mir ein, ja, das ist ja eigentlich, das passt ja gar nicht. Und wie sieht meine Konstruktion überhaupt aus? In Wirklichkeit, die meisten Menschen denke ich ja, wenn ich sowas mache, das plane ich mit 3D und mit Ansys-Analysen, die Mechanik, ob das funktioniert. Und nein, in Wirklichkeit mache ich das immer frisch, alternatives Bauen. Und ja, ich habe jetzt mal eine längere Welle genommen, so, die passt da schon rein. Und jetzt habe ich natürlich auch ganz normal auf dem Stahl. Und damit werde ich das bauen, weil das können wir natürlich nicht einfach mit einer Dachlatte machen. Aber um das zu planen, muss ich eben sehen, wie mache ich das. Und ja, dazu brauche ich am besten ein Modell. Und das mache ich erstmal aus einer Dachlatte. Wir brauchen natürlich einen Plan. Und hier habe ich einen exakten Plan einfach mal aufgebaut. So soll es aussehen. Also werden wir mal das Holz in Richtung schneiden. Und natürlich exakt vorher abmessen. Was haben wir? 16, ja, so ungefähr 16. Ha, genau, ungefähr 16. Wichtig ist, dass die exakt gleich sind. Zählt. Ha. Bis auf einen Zentimeter genau nennt man das. Das Holz muss fachmännisch hier ausgekerbt werden, damit das genau hier reinpasst in diese Metallhülse. So, es passt auf Anhieb perfekt. Damit haben wir das erste Element fertig.
Die Kugellager befestigen wir hochwertig mit Montageband. Ja, voll ärgerlich. In dem einen Kugellager, da war eine Mutter drin, die habe ich einfach rausgenommen. Das war für mich jetzt kein Thema. Aber erst dann habe ich festgestellt, das Kugellager ist viel zu groß. Und von dem hier, was perfekt drauf passt, ja, da habe ich nur eins von. Ich habe natürlich einen ganzen Haufen andere, ja, die dann auch alle wieder gar nicht passen oder irgendwie doof, voll ärgerlich. Ja, jetzt muss ich erstmal eben wieder Material bestellen. Bis wir weitermachen können, dauert es also ein bisschen Zeit. Machen wir hier erstmal Schluss. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Like da oder abonniert den Kanal. Ansonsten viel Spaß beim Nachbauen.